Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Kingdom Come Deliverance. Beim letzten Mal, ja, haben wir uns ja ein bisschen mit Herrn Hans vergnügt und in dieser Folge wollen wir jetzt nach Uschütze reiten, denn in Uschütze soll es ja einen weiteren Banditen geben, einen der Banditen, die Neuhof mit überfallen haben, einen angeblich hinkenden Banditen und diesen wollen wir finden. Und ja, unterwegs, habe ich ja schon gesagt, werden wir mal ganz kurz bei dem anderen Müller noch vorbeischneien und den Ring abgeben. Ich denke halt, wir werden die Diebesaufgaben nicht wirklich machen. Ich muss mal gucken. Ich weiß gerade nicht mehr, was er so für Aufträge für uns hatte. Da werden wir einfach mal ganz kurz schauen, was er da machen kann. Vielleicht kriege ich ja auch schon für das Abliefern des Rings eventuell ein bisschen... Eine Sache kurz gecheckt. Oh, Sattheit ist noch auf 99. Hallo. Ja. Vielleicht kriegt man ja für das Abgeben des Rings schon ein bisschen Heimlichkeitsbonus. Das wäre zumindest ganz cool. Das ist übrigens etwas, was ich ein bisschen nervig finde beim Reiten. Muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man ins Menü geht oder in die... oder auch in die Karte, dann dreht sich aus irgendeinem Grund das Pferd mit. Und das ist immer... ich finde das immer sehr seltsam. Oder ich finde das immer sehr, sehr... ich kann es ja mal hier ganz kurz zeigen. Ich finde das immer sau seltsam, wenn ich halt auf die Karte gucke, mich ein bisschen umgucke, wo ich lang will. Okay, jetzt ist es nicht passiert. Aber manchmal passiert es dann, dass dann Heinrich in eine andere Richtung guckt. Und das ist dann, wenn man jetzt halt nicht auf einem Weg ist, sondern zum Beispiel irgendwo in einem zufälligen Wald und man jetzt auch nicht unbedingt die Ahnung hat, in welche Richtung es jeweils geht, dann ist das erstmal total verwirrend, wenn man auf einmal in eine andere Richtung guckt, ohne dass man sich da hingedreht hat. Ich meine, man hat zwar oben den Kompass und kann es daran sehen, aber ich gucke ja jetzt auch nicht die ganze Zeit auf den Kompass. Muss ich hier runter schon? Ich glaube ja. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen etwas, was ich komisch finde. Was ich wiederum ein bisschen lustig finde. Ich meine, ich kann ja während wir mal ein bisschen reiten, ein bisschen was darüber erzählen. Was ich ganz lustig finde, ist, wenn man seinen Schatten mal beobachtet beim Laufen, beim Rennen, dann wird einem auffallen, dass das sau komisch aussieht, weil sich der Kopf nicht bewegt beim Rennen. Das sieht halt sehr steif aus und ein bisschen lustig. Das Problem ist, beziehungsweise ich vermute einfach, ich habe es ja auch nicht vollständig im Kopf. Ich glaube, das Ding ist halt einfach, dass der Kopf ruhig gehalten wird, weil wir ja in der First Person spielen und es halt sau seltsam. Komme ich da rüber? Ist das ein... weil Heinrich kann ja nicht schwimmen. Es ist halt sau seltsam, wenn der Kopf... beziehungsweise es würde halt in der First Person total schrecklich für dich sein, wenn der Kopf sich... also wenn sich hier der Bildschirm die ganze Zeit so bewegt beim Rennen. Da kommt ja keiner mehr mit. Deswegen wird halt der Kopf gerade gehalten und offensichtlich wird das auch in dem 3D-Modell... komme ich hier rüber? In dem 3D-Modell von Heinrich so gemacht, was ich ganz lustig finde. Dadurch sieht es halt, wenn man... es fällt halt normalerweise nicht auf, aber wenn man den Schatten sieht, merkt man das halt dann. Es ist ganz lustig. Also ja, was sie übrigens gerade gesagt hat, Heinrich kann nicht schwimmen, deswegen müssen wir immer aufpassen, wo wir den Fluss überqueren. Aber da bin ich. Wojcek. Gott sei mit dir. Ja, Tag auch. Und zwar... Peschek, der Rataja Müller, schickt mich mit diesem Ring. Ein Ring? Hier ist er. Nutzloser Plunder. Du bist sicher Heinrich, was? Peschek hat von dir gesprochen. Was zum... warum wirfst du ihn weg? Hast du eine Ahnung, wie schwierig es war, ihn zu beschaffen? Peschek sagte, er wäre dir wichtig. Nur Plunder, wie gesagt. Er hat dich bloß auf die Probe gestellt, weil er sehen wollte, ob du die Eier hast, für uns zu arbeiten. So machen wir das nun einmal mit den Grünschnäbeln. Wir müssen schließlich wissen, ob du auf sinnlosen Prinzipien beharrst oder deinen Kopf benutzt. Ich gratuliere, du hast bestanden. Nun hätten wir ein paar Aufträge für dich. Alles klar, okay, dann... ja, wir können ja mal fragen. Kann ich irgendwie behilflich sein? Du kommst gerade recht. Es gibt da so eine Sache. Ich habe ein Hühnchen mit dem Kommandanten der Thalmberger Garnison zu rupfen und will's ihm heimzahlen. Wie du vielleicht weißt, ist Robert von Thalmberg ausgesprochen pingelig, was die Ausrüstung betrifft. Der Hauptmann Herr Robert? Ich bin verwirrt. Sag mir einfach, was du von mir willst. Es ist so. Du sollst in die Rüstkammer von Thalmberg einbrechen und ein paar Wappenröcke mitgehen lassen. Habe ich ja schon mal gemacht. Und wenn Herr Robert rausfindet, dass Ausrüstung für seine Wachen fehlt? Er wird sich den Kommandanten vorknöpfen, der als einziger die Schlüssel hat und für die Sachen verantwortlich ist. Wenn Robert rausfindet, dass vor seiner Nase etwas verschwindet, wird er ihn auspeitschen lassen und ich bekomme meine Genugtuung. Ja, aber ich habe mindestens 5 Wappenröcke, damit's Rambazamba geht. Okay. Ich wollte schon sagen, ich habe da ja schon mal was geklaut. Ganz ehrlich. Also, wie gesagt, ich habe kein Problem, wenn wir mal eventuell in irgendeiner Mission für unseren Erfolg quasi auch mal vielleicht ein bisschen was klauen. Aber, und selbst wenn das hier vielleicht irgendeine
sinnvolle Sache gewesen wäre, aber nur damit der seine Genugtuung kriegt, bringe ich mich nicht in Gefahr und bringe halt auch nicht irgendjemand anderen runter. Es passt halt irgendwie nicht zu Heinrich, ne? Ich glaube, da muss ich passen. Komm wieder, falls du deine Meinung änderst. Können wir mal gucken. Ich glaube, theoretisch hat Peschek jetzt auch Aufträge für uns. Aber da gucken wir dann mal. So. Ich habe auch gleich, das ist das, was glaube ich da drunter ist, ne? Ach ja, übrigens, das habe ich noch gar nicht erzählt. Die Karte deckt man natürlich mit der Zeit auf. Ich habe da drüben, oder ich habe da auch den Typen markiert, der uns das Lesen beibringen kann. Wenn wir schon mal da oben sind in Uschütze, können wir das ja gleich mal machen, habe ich mir gedacht. Das Problem ist gerade, reite ich am besten hier lang irgendwie? Oder da? Ich sehe halt hier wegen der Wolken nicht, ob ich da lang reiten kann. Da soll es zwar irgendwo einen Weg geben, aber gut. Wir gucken einfach mal, würde ich sagen. Auf das Pferd. Ich muss mal gucken, ob ich mir vielleicht irgendwann, also jetzt links oder rechts? Ah, wir probieren es mal rechts. Ich muss mal dann gucken, ob ich mir vielleicht auch irgendwann mal ein besseres Pferd kaufe. Also was mich halt vor allem interessieren würde, wäre ein Pferd mit mehr Zeug, das es laden kann. Ja, das scheint der richtige Weg zu sein. Also mit einem Pferd, das mehr Zeug laden kann. Weil, wie gesagt, wir können halt viele verschiedene Sachen looten. Und jetzt auch, war das eine Höhle? Ah ne, okay, nur ein Unterschlupf. Und wir können das halt auch in die Satteltaschen des Pferdes packen, aber das hat natürlich auch nur begrenzt Raum. Und ich meine, man muss mal Folgendes sagen. Eine Sache will ich mal ganz kurz sagen. Man muss natürlich sagen, dass es vielleicht nicht ganz logisch ist. Ich meine, wir haben ja gesagt, Heinrich plündert eigentlich keine Toten aus. Deswegen könnte man fragen, ob es Sinn ergibt. Ist das noch der? Ah, es scheint noch richtig zu sein. Ob es wirklich Sinn ergibt, dass wir irgendwelche Leute ausziehen und ihre Sachen mitnehmen und teilweise später sogar anziehen. Auf der anderen Seite muss ich halt... reiten, sehr gut. Auf der anderen Seite muss ich aber ganz ehrlich sagen, ich gucke erstmal ganz kurz. Ah, guck mal, Lastenpferd. Dein Pferd kann mehr tragen, ist jedoch langsamer. Und das andere, dein Pferd ist schneller, aber Tragekapazität. Ich nehme Lastenpferd, ganz ehrlich. Ja, genau das ist das. Dann dreht sich das Pferd einfach. Es passiert aber, glaube ich, nur beim Reiten, habe ich das Gefühl. Naja, auf jeden Fall, was wollte ich gerade sagen? Ja, man könnte natürlich sagen, dass es rein vom Roleplay nicht so wirklich passt, dass wir die Leute ausziehen und das Zeug vielleicht sogar selbst anziehen oder auch nur verkaufen. Ja. Das Ding ist, ich muss ganz ehrlich sagen, normalerweise würde ich wahrscheinlich sagen, wenn wir jetzt das RPG-mäßig noch ein bisschen tiefer, angehen wollen, würde ich wahrscheinlich sogar sagen... Gibt's hier irgendwo einen Weg nach links? Ja. Würde ich wahrscheinlich sogar sagen, dass ich die Leute nicht ausnehme, weil die Belohnung, die man in den meisten Fällen bekommt... Ja. Die Belohnung, die man in den... Ist das Neuhof? Die Belohnung, die man in den meisten Fällen bekommt, würde ausreichen, um uns quasi neue Schwerter, vielleicht auch Ausrüstung zu kaufen und vor allem, um unsere Ausrüstung zu reparieren. Aber, das Ding ist, wie halt so viele Open-World-Spiele, ist auch bei Kingdom Come halt, wenn man die Gegner auslootet oder halt auch zum Beispiel auf irgendwelche Diebestouren geht, was ich ja jetzt gar nicht mal machen will, aber das könnten wir ja auch noch machen, ist es auch bei Kingdom Come so, dass man eigentlich eine Menge Geld anhäufen kann. Und wie in so vielen anderen Open-World-Spielen haben die Entwickler gemerkt, die Leute können ihr Geld gar nicht richtig ausgeben. Und deswegen gibt es später, sag ich mal, ich kann es ja jetzt anteasern, ich werde jetzt nicht so viel spoilern, aber deswegen gibt es später, sag ich mal, eine kleine Questreihe, bei der man, ja, ein bisschen viel Geld brauchen wird. Und deswegen werde ich die Leute weiter ausnehmen, weil sonst können wir die Sache später nicht machen. Das wäre ein bisschen schade. Deswegen werde ich die Leute weiter ausnehmen, weil wir werden das Geld brauchen. Ich finde es halt ein bisschen blöd, dass es in den Open-World-Spielen meist immer diese eine Quest gibt, wo man dann die ganzen, oder diese eine Aufgabe gibt, wo man einfach das ganze Geld reinsteckt und man eigentlich für nichts anderes braucht. Aber ja, ist halt so. Kann man nicht ändern. Und das Reiten dauert schon ganz schön lange. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Welt ist halt riesig, ne? Und die sieht auch super schön aus, keine Frage. Aber es ist halt sau wenig Zeug drin. Das habe ich ja in der Wald, in der Jagdquest schon mal gesagt. Ich meine, da unten, ich meine, man kann jagen, klar. Da unten sind ein paar Köhler. Es gibt halt sau wenig zu tun in der Welt. Die sieht super schön aus, aber dadurch, dass ich jetzt halt auch keine 20 Minuten Laufweg bis Uschütze hinnehmen will, reitet man am Großteil halt einfach vorbei. Ich meine, das Einzige, es gibt halt ein paar kleine Nebenaktivitäten immer in der Welt, aber die sind jetzt meist nicht der Rede wert und sind jetzt auch nicht sonderlich spannend. Und man kann damit zwar ein bisschen Geld verdienen, zum Beispiel mit Boxkämpfen oder sowas, oder halt, dass man ein bisschen jagen geht. Aber da ist auch schon zum Beispiel was. Ich meine, bei den großen oder bei der großen Anzahl an Wäldern würde man ja meinen, dass man quasi jagen gehen soll. Och,
Ist das unser Lager? Oh, sieh mal einer an. Hier sind wir wieder gelandet. Dass quasi das Spiel denkt oder das Spiel annimmt, dass man vielleicht mal jagen gehen sollte. Aber ich finde, dadurch, dass es halt Wildjäger gibt, die einen wie Wachen anhalten können und dann nachschauen, ob man eben Wild dabei hat, dass man nicht dabei haben dürfte, wird das Ganze schon fast wieder so ein bisschen... Ich meine, man kann die Typen natürlich einfach umhauen, aber je nachdem, wie man RPG-technisch den Heinrich dann spielt, muss man sich dann fragen, ist das dann sinnvoll? Und dafür ist es zumindest für mich so, dass das Jagen dann so, ja, dass ich dann sage, na, eigentlich habe ich da jetzt keine Lust drauf, zumal das Spiel mit dem Bogen halt jetzt auch wirklich nicht das geilste ist. Ist hier jemand zu Hause eigentlich? Oh, schon mal hier sind. Sieht so leer aus. Nicht, dass hier auch jemand was überfallen hat. Hallo? Jemand da? Ah, die Pferdeäpfel immer. Auf dem Boden. Okay, ist abgeschlossen zumindest. Ich werde jetzt nicht knacken. Hier ist natürlich auch noch eine Truhe. Die Truhen stehen immer recht offen rum. Keiner da. Aber sieht jetzt auch nicht so aus, als wäre es überfallen worden. Ich dachte bloß, weil es hier so leer ist, dass hier vielleicht auch irgendwas passiert ist. Aber man weiß ja nicht. Ja, Pfeifen brauchst du nicht, Heinrich. Unser Pferd ist direkt vor uns. Ja. So, ich glaube, wir sind jetzt auch bald in Uschütze angekommen. Ich glaube, so weit ist es gar nicht mehr. Und dann schauen wir mal. Wir müssen nach einem hinkenden Typen fragen. Da gucken wir mal, der interessante Ort hier, der See mit der Trauerweide. Ja, das ist dann halt schon alles, was man in der Welt entdecken kann. Ein interessanter Ort ist dann ein See mit einer Trauerweide. Aber okay. Ja, da vorne, das muss es sein. Oh, das ist ganz schön groß, ja? Das Dörfchen. Hat zumindest viele Häuser. Ich muss mal gucken, ob wir direkt mit offenen Karten spielen. Wir können ja erstmal nach einem Typen fragen, der hinkt. Vielleicht können wir uns die Dorfbewohner auch erstmal angucken und vielleicht herausfinden, wer von denen am Hinken ist. Müssen wir mal schauen. Als erstes müssen wir jemanden finden, den wir fragen können, ne? Hallo, jemand zu Hause? Ich höre auf jeden Fall schon mal einen Hund. Hallo? Hier ist ein Fleischer. Ich kann ja so tun, als würde ich mir die Fleischwaren angucken und dabei ein bisschen... Ist das eine Fackel? Ja, ja. Und dabei vielleicht ein bisschen Smalltalk führen. Ist der Fleischer nicht da? Interessant. Ausgeflogen. Das wundert mich jetzt dann schon ein bisschen. Wovon verdient er denn was? Oder woran verdient er denn was, wenn der so einfach ausfliegt? Ist hier irgendwie... Ich sehe hier überhaupt keinen. So irgendwie... da unten sind Leute. Ah, guck mal, da unten sind doch Leute. Dann gehen wir mal da hin und fragen da einfach mal nach. Da stehen sie aber auch ganz schön rum. Wahrscheinlich irgendwas passiert wieder. Oder da ist irgendein Typ, der irgendwelche Zaubertricks vorführt. Man weiß ja nie. Ah, das sieht eher ernst aus, hä? Ich bitte euch, Leute, geht weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Wenn es das ist, was du nichts zu sehen nennst, würde ich gern wissen, wie was zu sehen bei dir aussieht. Beim heiligen Petrus. Ich kann nicht mehr. Wir müssen Herrn Hanusch benachrichtigen. Das ist vielleicht gar nicht notwendig. Wer bist du? Heinrich aus Galitz. Ich stehe im Dienste von Hanuschs Hauptmann Bernhard und untersuche den Überfall auf Neuhof, das... Könnte vielleicht damit zusammenhängen. Nun, ich bin der Vogt von Uschütze. Und ich sage dir, solche Art von Ärger können wir hier nicht gebrauchen. Was lässt dich denken, das hier hätte etwas mit Neuhof zu tun? Einer der Leute vom Gestüt hat unter den Banditen einen Uschützer erkannt. Wir haben hier bei uns keine Banditen oder Mörder. Ach ja? Es heißt, er würde hinken. Verflucht. Nun darf ich vorstellen... Der hinkende Heinz. Oder was von ihm übrig ist. Großer Gott. Warum kann es nicht mal leicht sein?
Ich sollte mich umhören und den Leuten ein paar Fragen stellen, wenn du nichts dagegen hast. Mitnichten, du kannst mir den ganzen Schlamassel sehr gern abnehmen. Ich weiß zwar nicht, was du jetzt noch herausfinden möchtest, aber nur zu, frag so viel du willst. Ich der Einzige, der sich gerade mega über Heinrich Salz gestört hat. Ach, okay, aber wir haben wieder was offen. Ja gut, dann fragen wir doch einfach mal, ne? Wer war der hinkende Heinz? Ein armer Kleinbauer und Schurke. Überrascht mich nicht sonderlich, was ihm zugestoßen ist. Er hat sich mit allerlei Gewürm umgeben und ist immer in Schwierigkeiten geraten. Raufereien im Wirtshaus und dergleichen. Hat der klang gerade sehr metallisch. Hatte der eine Rüstung an? Woher hat er das Hinkebein? Von irgendeiner Schurkerei oder Rauferei. Lange her. Der muss eine Rüstung drunter haben, hä? Wichtigste jetzt bei der ganzen Frage. Ist irgendwas in den letzten Tagen vielleicht gewesen mit ihm? Führte er in letzter Zeit etwas im Schilde? Weiß nicht. Die letzten paar Tage ging er nirgendwo hin, war die ganze Zeit zu Hause. Aber er hielt immer alle aus dem Dorf auf Abstand. Na gut. Hat er zufällig jemand, mit dem er befreundet war? Den könnte ich ja als erstes mal fragen. Hatte er Freunde oder Verwandte im Dorf? Keine. War ein Eigenbrötler. Hab ihn schon lange nicht mit irgendwem gesehen. Okay, und als Neuhof überfallen wurde, das war nicht vorgestern, muss das gewesen sein. Oder vielleicht sogar noch einen Tag davor, das weiß ich jetzt nicht so genau. Ich weiß ja nicht, ob die direkt an dem Tag an... Doch, ich glaube, wir sind direkt an dem Tag angerückt, ne, als er überfallen wurde. Beziehungsweise in der Nacht wurde er ja überfallen, also in der Nacht. Nicht in der letzten Nacht, nicht in der Nacht davor, Nacht vor 3 Tagen, also ja. Drittletzte Nacht. Weißt du zufällig, wo er in der Nacht des Überfalls auf Neuhof war? Nein, hielt sich von anderen fern. Und man wusste nie, ob er weg war oder sich daheim verkrochen hat. Na gut, das hilft uns alles nicht wirklich weiter. Wann ist der gute Mann denn gestorben? Wann habt ihr die Leiche entdeckt? Ist irgendwem etwas aufgefallen? Gerade eben. Keiner hat was gesehen oder gehört. Na klar. Ich weiß nicht, wie die ihn so ausnehmen konnten, ohne dass jemand seine Schreie hörte. Das hilft mir nicht so wirklich weiter. Also du hast die Leiche entdeckt oder, also der kam ja zumindest von da draußen, dann reden wir doch mal mit dir. Gott sei mit dir. Ja, Tag auch. Heinz. Ich komme auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leiper. Ich untersuche das Massaker in Neuhof und jetzt auch den Mord hier. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Natürlich, frag ruhig. Ja, dann immer raus. Und zwar erstmal was über die Person selbst. Dieser Heinz, der umgebracht wurde, wie war er so? Er war ein Säufer und immer auf eine Rauferei aus. Keiner hat ihn gemocht, aber so ein Ende würde ich niemandem wünschen. Okay. Und irgendwas Verdächtiges in letzter Zeit vielleicht? Ist dir kürzlich etwas Verdächtiges aufgefallen? Hab ihn eine ganze Weile nicht mehr zu Gesicht bekommen. Weiß nicht, wo er sich rumgetrieben hat. Das könnte ja dann bei seinen Banditen gewesen sein und am Tag, als Neuhof überfallen wurde, beziehungsweise in der Nacht. Weißt du, was Heinz am Tag des Überfalls auf Neuhof so trieb? Keinen Schimmer. Okay. Und weißt du zufällig, mit wem sich Heinz so getroffen hat? Kennst du jemanden, mit dem Heinz Zeit verbracht hat? Verwandte oder Freunde? Er war ein Eigenbrötler. Hatte nicht mal in der Schenke Freunde. Kann nicht sein. Das ist alles. Danke. Muss doch irgendjemand geben, der mit dem er Zeit verbracht hat. Okay. Meisterbogenschütze. Vielleicht weiß der ja was. Gott sei mit dir. Ja. Sehr schön. Dann was über Heinz. Ich komme auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leiper. Ich untersuche das Massaker in Neuhof und jetzt auch den Mord hier. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Herr Hanusch trägt das einem Grünspan wie dir auf? Tja, das kümmert's mich. Frag. Wäre irgendwie schön, wenn man die ganze Gruppe gleich im Ganzen befragen könnte. Ich hoffe mal, dass es irgendwann mal ein Spiel gibt, wo man mehrere Leute gleichzeitig in den Dialog bringen kann. Dieser Heinz, der umgebracht wurde, wie war er so? Er war ein komischer Kauz. Immer am Saufen, übellaunig. Nur Gott weiß, wie er über die Runden kam. Obwohl ich es mir jetzt gut vorstellen kann. Stimmt. Wenn der immer nur am Saufen war, muss er ja irgendwo Geld hergekriegt haben, ne? Ist dir kürzlich etwas Verdächtiges aufgefallen? Hab ihn in letzter Zeit nicht oft gesehen. Nicht mal im Wirtshaus. Und dann taucht er gestern in der Kirche auf. In der Kirche? Okay. Weißt du, was Heinz am Tag des Überfalls auf Neuhof so trieb? War, glaube ich, nicht zu Haus. Warte, soll das heißen, er hat Jesus Christus? Wahrscheinlich schon. Aber hat er sich mit sonst noch irgendwem getroffen? Kennst du jemanden, mit dem Heinz Zeit verbracht hat?
Verwandte oder Freunde? Soweit mir bekannt ist, hat er keine Verwandtschaft. Hab ihn nie mit wem gesehen. Na gut. Das ist alles. Danke. Dann vielleicht mal noch die Frauen befragen. Die hören ja immer ein bisschen Tratsch. Komm, Maria hier. Und zwar... Ich komme auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leiper. Ich untersuche das Massaker in Neuhof und jetzt auch den Mord hier. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Weiß nicht, wie ich helfen kann, aber frag, wenn es sein muss. Ich sollte ein Schild aufstellen, damit ich mich nicht jedes Mal wiederholen muss. Was war der hinkende Heinz für einer? War nicht zu übersehen, dass er ein Tu nicht gut war. Ach so. Hab mich von ihm ferngehalten. Natürlich. Irgendwas Verdächtiges. Ist dir kürzlich etwas Verdächtiges aufgefallen? Lange war er wie vom Erdboden verschluckt. Dann taucht er gestern plötzlich in der Kirche auf und redet mit dem Pfarrer. Hab ihn das noch nie machen sehen. Wahrscheinlich schlechtes Gewissen. Schlechtes Gewissen. Na klar, die haben sich ja gestritten gehabt, die Banditen, ne? Einige wollten die Leute da ja nicht umbringen. Zumindest so haben wir das quasi geschlussfolgert. Und wahrscheinlich hat er dann Beichte abgelegt oder sowas. Weißt du, was Heinz am Tag des Überfalls auf Neuhof getan hat? Zu Hause war er wohl nicht. Hab ihn dort nicht gesehen. Aber ich denke, es hat sich eh niemand mit ihm auseinandergesetzt. Mit wem traf sich Heinz? Hatte er Freunde oder Verwandte? Soviel ich weiß, hatte er niemanden auf dieser Welt. Na, klasse. Das ist alles. Danke. Mach's gut. Tschüss. So, haben wir hier... Ach, guck mal, du hast noch einen Namen. Ich weiß Glück nicht, und Gesundheit. Ob das einen Unterschied macht, aber... Okay, mit dem haben wir tatsächlich... Der gibt uns nur die gleichen Antworten wie jemand, der uns schon alle Antworten gegeben hat. Was ist mit dir hier? Du siehst auch irgendwie wichtig aus. Gelobt sei Jesus Christus. Tag auch. Ah, guck mal, du hast noch was Neues. Ich komme auf Geheiß von Herrn Hanusch. Ich glaube, es ist der letzte. Ich untersuche das Massaker in Neuhof und jetzt auch den Mord hier. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Ich weiß nichts darüber, aber frag so viel du willst. Ich will mir ja auch noch den Tatort angucken, natürlich. Dieser Heinz, der umgebracht wurde, wie war er so? Hab ihn nicht gut gekannt. Hat nicht viel geredet, selbst in der Schenke. Okay, irgendwas Verdächtiges? Ist dir kürzlich etwas Verdächtiges aufgefallen? Jetzt, wo du es sagst, er war gestern in der Kirche. Hat sogar mit dem Pfarrer geredet. Okay, das ist jetzt der dritte. Hat mich gefragt, was er im Schilde führt, wenn er sich plötzlich dem Glauben zuwendet. Aber Gott vergibt wohl alle Sünden. Ja, ich hab's ja schon verstanden, wir sollten mit dem Pfarrer reden. Weißt du, was Heinz am Tag des Überfalls auf Neuhof so trieb? Bin tief in der Nacht von der Schenke heim und hab einen gesehen, der ins Dorf gegangen ist. Hat's wohl eilig gehabt. War nur ein Schatten, der sich vom Himmel abgehoben hat. Aber nach allem, was passiert ist... Hat er gehumpelt? Ich meine, das muss man doch auch mit als Schatten gesehen haben. Da musst du doch wissen, ob's Heinz war. Ich denke, der humpelt. Kennst du jemanden, mit dem Heinz Zeit verbracht hat? Verwandte oder Freunde? Mit keinem aus dem Dorf. Hat in der Schenke ab und an mal neben uns gesessen, aber nie viel geredet. Na gut. Das ist alles. Danke. Soll es erstmal sein. Ich glaube, wir haben... Also mit dem Pfarrer müssen wir auf jeden Fall reden, aber vorher werde ich mir die ganze Geschichte mal genauer angucken. So, da haben wir auf jeden Fall Blut schon mal. Ist die Frage, ob die hier den... Ob das Blut... Also das Blut ist offensichtlich von ihm, da ist auch Blut. Frage ist halt, ob die ihn hier quasi geschlagen haben an der Stelle oder ob das quasi einfach nur ein Handabdruck von jemandem ist. Ach, guck mal, die gehen jetzt auch. Von jemandem, der einfach eine blutige Hand danach hat. Ich glaube, ich lasse die Tür einfach, obwohl ich finde, dass der Typ mich jetzt stört beim Untersuchen. Okay, hier ist eine ganze Menge Blut. Die haben den richtig ausweiden lassen, ey. Oh, eine gewöhnlich geteerte Jacke. Eine Rüstung? Er war wohl doch kein gewöhnlicher Kleinbauer. Und den Blutspuren nach zu urteilen, lebte er so, wie er starb. Steht da vielleicht noch was zu der Rüstung? Ist das ein Questgegenstand? Nee, dann ist es eine normale Rüstung da. Der Gambeson ist eine okay, das ist das Gleiche. Den werde ich aber bestimmt nicht anziehen. Das passt dann vielleicht doch nicht so. Ist die Kerze von den Angreifern oder ist das da noch was eigentlich? Was da hervorlugt? Ich glaube nicht. Ich kann es zumindest nicht aufheben. Ob die Kerze von den Angreifern angezündet worden ist, dann können die ja noch nicht weit sein. Aber ich vermute mal, sind von den Leuten angezündet worden. So, das kann ich wahrscheinlich nicht lesen, oder? Eine Inschrift aus Blut. Schade, dass ich nicht lesen kann. Wir müssen dringend lesen lernen. Es scheint, wollten sie irgendjemandem drohen, aber wem? Wir gucken mal, wenn... Schreibkundigen Banditen sieht man auch nicht alle Tage. Vielleicht, wenn wir lesen gelernt haben, können wir uns das vielleicht nochmal angucken. Ich hoffe, die machen das nicht zu früh sauber dann. Was zum... Offenbar hat ihm jemand den Schädel eingeschlagen.
Haben Sie ihn zuerst umgebracht und dann ausgeweidet? Das würde erklären, warum keiner etwas gehört hat. Aber dann, also wenn Sie ihn aber zuerst umgebracht und dann ausgeweidet haben, dann ist es wahrscheinlich wirklich eine Nachricht für jemanden, weil dann hat das ja nichts damit zu tun, dass Sie ihn irgendwie foltern wollten. Dann ist das auf jeden Fall eine Nachricht, fragt sich für wen. Heilige Maria, welch Martha! An dem haben Sie Mordsarbeit geleistet. Aber wieso hat niemand etwas gehört? Ja, das wissen wir doch schon. Dann ist das eine Nachricht. Dann muss es eine Nachricht sein, entweder für jemanden hier aus Uschitze oder für jemanden, der den gut kannte. Hier ist nichts. War nicht in der Truhe? Komm, lass mal gucken. Vielleicht kann ich auch den Vogt draußen fragen, ob der mir einfach mal vorliest, was da steht, falls der halt lesen kann. Ah, Heimlichkeit hoch, sehr gut. Hirschleder, Hundeleder, viel Leder. Hundeleder, Spinnennetz. Warum packen Leute Spinnennetze in ihre Truhe? Ich meine, die Spinne kommt da ja nicht einfach rein. Das funktioniert ja so nicht. So. Ein Bett. Gut. Sonst noch was? Ein Bett. Alles klar. Danke, da wäre ich ja nie drauf gekommen, Heinrich. Ah, der hat ein recht großes Haus, muss ich ihm mal lassen, also... Das ist auf jeden Fall nicht ohne, aber hier scheint ansonsten auch nichts weiter zu sein. Das Blut kann ich ja nicht untersuchen. Na gut, dann haben die ihn wahrscheinlich wirklich hier geschlagen, niedergeschlagen und dann da drin ausgeweidet. Ist das da oben noch? Was kann ich da hoch irgendwie? Blöde Frage. Nee, die Leiter kann ich nicht runternehmen. Na gut, kannst du mir zufällig vorlesen, was da drin steht? Viel Gesundheit. Das steht da offensichtlich nicht drin. Noch etwas wegen Heinz. Nee, aber du kannst mir was über die Rüstung sagen. Er hatte eine blutverschmierte Rüstung im Haus. Bei Gott! Jeder weiß, dass er ein gewalttätiger Ochse war, aber Mord hätte ich ihm nicht zugetraut. Zumindest hat er hier niemanden getötet. Von dem du weißt. Okay, aber leider blöd, dass der mir nicht vorlesen kann. Aber vielleicht kann er auch nicht lesen, Weiß ich doch nicht. Wir können uns ja mal hier noch kurz in der Nähe umgucken. Also der hat schon ein recht angenehmes Anwesen dafür, dass er nicht gearbeitet hat. Dass es nie jemanden... Ist das was? Ah, ich glaube, es ist nur eine komische Textur. Dass das niemand gewundert hat? Ich meine, das ist ja riesig, das Ding. Also, ich weiß nicht, wie viel so ein Haus kostet für damalige Verhältnisse. Aber das ist ja nicht nur ein Haus. Das ist ja schon ein ganz schönes Grundstück, wenn wir mal ehrlich sind. Ist hier vielleicht was drin? Lass mal sehen. Da. Ich meine, ich skill damit ja zumindest auch gleich meine Fähigkeit. Er hat auf jeden Fall viel Leder. Der hat eine Menge Hunde abgezogen. Und warum zwei Schaufeln? Na gut, dann würde ich aber sagen, fragen wir vielleicht mal einfach den Pfarrer. Da gab es jetzt keine weiteren Infos. Na dann, Pebbles. Den Namen, an den Namen werde ich mich wahrscheinlich nie gewöhnen. Ich werde dich immer Plötze nennen, Pebbles. Tut mir echt leid. Ich weiß auch gar nicht, ob die neuen Pferde dann einen anderen Namen kriegen. Müsste man mal schauen. So, wir könnten wir können ja bei dem Lese... Das Ding ist, glaube ich, Lesen dauert halt ein paar Tage. Ich weiß nicht, ob das Ingame wirklich als ein paar Tage zählt. Aber... Was, Dieb? Wo? Oh, du. Warte, bleib stehen. Alter, lass mich mal durch. Bleib stehen, Junge. Hallo? Ja, ich mach's doch schon. So, komm her, Kollege. Du klaust einfach. Ich meine, ich bin eigentlich gar nicht dafür da, aber... Aua. Ey, Alter, der haut aber zu, der Typ. Und der Vogt, den interessiert das halt gar nicht. Was war das? Wir prügeln uns hier neben dir. Na gut. So, bitte, hab mal aufgehalten. Und jetzt? Muss ich mir eingebildet haben. Ich hab ihn aufgehalten, was jetzt? Hast du genug? Ja, hast mich erwischt. Und was willst du jetzt unternehmen? Der Fettwanst hat doch den Ring bestimmt selbst gestohlen. Ich hab keine Ahnung. Ganz ehrlich, ich meine, ich kann ihn ja jetzt nicht laufen lassen, der Typ steht neben mir. Keine Widerrede. Her damit. Hier. Du hast es nicht anders verdient. Hoffentlich ist es dir eine Lehre. Ich werde mein Leben von Grund auf ändern. Oh, na, immerhin. Glaub mir. Immerhin. So, hier, dein Ring. Du hast ihn laufen lassen. Einfach so? Und, hast du die Beute?
Was denn, ich hatte doch nur die Möglichkeit, ihn umzubringen, ganz ehrlich. Habe ich. Hier, bitte. Danke, diese diebische Elster. Man kann niemandem mehr trauen. Damit du weißt, dass ich nicht geizig bin, eine Kleinigkeit. Danke. Sechs Groschen. Ich meine, ich hätte ihn nur töten können. Das wäre ein bisschen übertrieben gewesen. Oh, gut, ich weiß nicht. Ich weiß natürlich nicht, wie das bei den, wie das da so ist, was da normalerweise auf Diebstahl so steht, aber... Ich meine, töten wäre schon ein bisschen übertrieben gewesen, vor allem, weil ich halt nicht weiß, ob das die Strafe ist. Nicht, dass ich dann irgendwie am Ende noch wegen Mordes gesucht werde, so nach dem Motto, das wäre ja auch ein bisschen übertrieben gewesen. Hey, sechs Groschen immerhin verdient. So, hier haben wir schon mal eine Kneipe, da oben ist die Kirche, da will ich hin dann, für den Pfarrer. Oh, da ist auch, ja, der Pranger. Alter, sind hier viele Pferdeäpfel. Da müssen wir uns wahrscheinlich dann auch in dem Gasthaus, müssen wir uns dann vielleicht mal irgendwie eine... Oh, eine Bäckerei. Müssen wir uns dann vielleicht mal irgendwie eine Unterkunft auch suchen. Wir können ja nicht... Also, beziehungsweise wir können theoretisch einfach zurück zu Theresa. Aber das dauert ja ewig. So, wo ist denn der Pfarrer hier? Ernsthaft, wo ist denn der? Erstmal ein bisschen waschen. Hallo Pfarrer. Ist der irgendwo hier? Das Spiel schickt mich irgendwie hierher. Ist der, ach, der ist in der Kneipe, oder was? Herr Pfarrer in der Kneipe, na, so kommt's ja auch gleich. Perfekt hier. Ja, reden wir mal mit ihm. Da sitzt er! Alter, der säuft sich erstmal ein. Tag auch. Möge Gottes Segen mit dir sein, Pater. Ich untersuche auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leiper das Massaker in Neuhof, das wohl im Zusammenhang mit einem hier verübten Mord steht. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Scheint, als setze Herr Hanusch bei seinen Ermittlungen auf Jünglinge. Aber frag ruhig. Ich hoffe, diese widerwärtige Angelegenheit wird bald aufgeklärt. Kanntest du Heinz? Was war er für einer? Eine verlorene Seele. Ein einfacher, raubeiniger Kerl. Aber ich glaube, er war kein so schlechter Mensch. Meinst du? Ja, da bin ich mir ja noch nicht ganz so sicher. Ist dir in letzter Zeit irgendetwas aufgefallen? In letzter Zeit gab es allerlei verdächtige Vorkommnisse. Es sind unruhige Zeiten und Menschen wie Heinz lassen sich nur allzu leicht in etwas hineinziehen. Das hilft mir nicht sonderlich weiter, Pater. Es tut mir leid. Ja, weißt du zufällig, wo Heinz war am Tag des Überfalls? Weißt du, was Heinz an jenem Tag tat, als Neuhof überfallen wurde? Ja, aber so gern ich deine Untersuchung auch unterstützen würde, ich kann nicht. Humpenbier für mich. Meine Schwüre verbieten es mir, darüber zu sprechen. Schwüre sind wichtiger, als gefährliche Mörder zu fassen? Die Gesetze Gottes stehen über denen der Menschen, mein Sohn. Das Beichtgeheimnis ist eines davon. Komm schon. Das kann nicht dein Ernst sein, Pater. Es muss doch Fälle geben, für die du eine Ausnahme machen kannst. Es gibt Dinge, die sind stets gültig, egal unter welchen Umständen. Und dies trifft hier zu. Das könnte für Unschuldige den Tod bedeuten. Du kannst ihm nicht mehr schaden. Ja, das ist ja nicht sein, das ist ja für ihn quasi ein Prinzip wie für Ärzte, ne? So wie ich das sehe. Das Herausprügeln ist bestimmt eine gute Idee. Wir probieren es mal damit. Ich versuche halt hier, wie gesagt, nicht nur auf meine Werte. Ich meine, damit habe ich scheinbar den besten Wert. Wobei ich nicht weiß, zählen die plus 3 noch drauf? Oder sind die plus 3 schon mit reingerechnet? Das muss ich mal überprüfen gleich. Aber wie gesagt, ich weiß ja auch, dass manchmal der Sinn der Antworten quasi... wichtiger ist, deswegen probiere ich mal das. Herr im Himmel, Pater, kannst du das mit reinem Gewissen sagen, obwohl du weißt, dass du damit vielleicht unschuldige Menschen in den Tod schickst? Kann ich. Mist. Denn wenn ich diesen Schwur brechen würde, wären die Folgen viel schlimmer, als wenn ich es nicht täte. Womöglich nicht sofort, aber auf lange Sicht. Ja, und was jetzt? Pater, Heinz war meine einzige Spur zur Neuhofbande. Nur er hätte mir sagen können, wer das Blutbad angerichtet hat. Wenn ich die Täter nicht enttarne, könnte so etwas wieder passieren. Das würdest du doch nicht wollen. Nein. Aber ich darf das Beichtgeheimnis nicht verletzen. Ich mache dir einen Vorschlag. Gib mir etwas Zeit und ich überlege, wie ich dir helfen kann. Vielleicht besprechen wir das am Abend, in der Schenke, bei einem guten Becher Wein. Du bist doch schon in der Schenke. Womöglich fällt uns etwas ein. Also schön. Danke, Pater. Gott behüte dich. Du bist doch schon in der Schenke. Das ist aber noch nicht Abend, mein Freund. Gut, ich kann ja mal gucken. Ich glaube halt, dass... eine Sache will ich mal überprüfen. Ich glaube halt, das Lesen braucht mehr als ein
als quasi ein paar Stunden. Man lernt das ein paar Tage. Wie gesagt, die Frage ist halt, also ich kann ja mal gucken, vielleicht sagt er ja nochmal was dazu. Ich weiß halt, das Problem ist, ich weiß halt nicht, das ist ein Händler, ne? Ich weiß halt nicht, ob das dann auch gilt, dass die Tage wirklich vergehen. Kann mich auch nochmal waschen. Oder ob das quasi... ob das quasi trotzdem dann so gilt, als wäre keine Zeit vergangen. Wie zum Beispiel bei einer gewissen anderen Sache gilt das zum Beispiel so. Das werde ich jetzt nicht weiter ausführen. Hier ist der Schreiber. Das Problem ist, es gibt halt manche Quests, die kann man wirklich verpassen, wenn man die Zeit nicht einhält. Deswegen muss ich da ein bisschen aufpassen. Glück und Gesundheit. Tag auch. Und zwar... ich möchte gern lesen lernen. Du? Du siehst nicht gerade nach einem Geistlichen aus. Nun, warum nicht? Du lernst es schon. Bedenke, dass das nicht leicht wird. Es braucht Zeit und kostet dich einige Groschen. Okay, wir machen es danach, würde ich sagen. Ich muss erst noch darüber nachdenken. Ich würde halt gerne wissen, was da stand. Ich hoffe mal, die wischen das Blut, die Blutnachricht nicht weg. Wie ist denn eigentlich meine Sattheit gerade? Oh, noch 88, das geht ja noch. Ja, dann würde ich einfach sagen, wir warten jetzt einfach mal die Zeit. Ich weiß nicht, ich kann ihn ja mal ansprechen. Vielleicht gilt das ja jetzt schon als Abend, weil er halt schon in der Kneipe sitzt. Normalerweise ist er halt eigentlich noch nicht in der Kneipe, muss ich da mal ganz ehrlich zu sagen. Der kommt halt eigentlich erst am Abend in die Kneipe. Ich habe ehrlich gesagt, deswegen war ich jetzt so verwundert, warum ich ihn in der Kneipe antreffe. Ich meine, vielleicht können wir ja jetzt schon anfangen. Weil ich kann mich ja mal gegenübersetzen. Das ist das Schöne, man kann halt auch im Sitzen jemanden ansprechen, immerhin. Man kann zwar ansonsten nicht viel machen, aber man kann jemanden ansprechen. Okay, nee, noch alles nicht. Gute. Ich glaube, das gilt noch nicht. Da, bitte sehr. Dann gute Gesundheit. Dann warten wir einfach mal ein bisschen. Man hat auch gerade gesehen, wir hätten jetzt auch lesen können. Im Sitzen liest man, glaube ich, besser. Man muss beachten, es gibt halt... also, man kann halt normalerweise ein Buch einfach so lesen. Man muss ehrlich gesagt auch nicht zwingend lesen können, um zu verstehen, was in dem Buch steht, zumindest als Spieler, nicht als der Charakter Heinrich, weil die Buchstaben einfach nur vertauscht sind. Also wenn man sich ein bisschen anstrengt, kann man den Text trotzdem entziffern. Das Ding ist bloß, es gibt halt auch Bücher, die können einem zum Beispiel Fertigkeiten bringen wie Schleichen, also Schleichen glaube ich nicht, aber und doch kann sein, Schleichen auch, und Alchemie und so eine Späße. Und die muss man halt lesen, um... wo ist er denn? Und die muss man halt lesen... um damit voranzukommen. Und man kann aber nicht den ganzen Abend lesen, sondern... wo ist denn der Typ? Der soll angeblich hier sein. Man kann aber nicht den ganzen Abend lesen, sondern... oder den ganzen Tag lesen. Man hat halt nur eine gewisse Zeit, bis man ermüdet, und dann muss man später weiterlesen. Und man kann halt auch das Lesen verbessern. Je besser man ist, desto mehr kann man am Tag lesen, ohne dass man einschläft. Beziehungsweise ohne, dass man abbrechen muss. Wie sieht meine Sattheit eigentlich aus? 77 noch? Wo ist denn der Typ jetzt? Ist doch Abend. Muss ich noch eine Stunde warten? Warten wir mal noch eine Stunde. Man kann übrigens auch jederzeit das... wahrscheinlich 19 Uhr, hä? Man kann auch jederzeit das Warten abbrechen. Beispielsweise kann ich jetzt sagen, weil ich kann ja sonst immer nur im Stundentakt springen, aber ich kann jetzt sagen zum Beispiel, ich möchte hier genau an der Stelle wieder einsteigen ins Spiel. Da kann ich abbrechen. Es dauert dann ein bisschen, es lädt dann halt ein bisschen. Ich glaube halt irgendwas... ah, da ist er jetzt. Irgendwas lädt er halt im Hintergrund. Wie sieht meine Sattheit aus? 76, da brauche ich noch nichts zu essen. Da setzen wir uns mal zu dir. So, Kollege, dann erzähl mal. Da ist es schon. Tut mir leid, dass ich dir nicht mehr sagen kann. Wo ist denn seine Frau hin? Aber vielleicht fällt uns etwas ein. Zuerst würde ich jedoch gerne etwas über dich erfahren. Mit wem habe ich die Ehre? Woher kommst du? Ach, ich meine, Lügen brauchen wir ja nicht. Beziehungsweise das Verheimlichen. Ich bin aus Scarlets. Oh, tut mir leid. Was ist mit den Deinen? Ja, es kann ja nicht schaden. Ich meine, es kann ja nicht schaden, mal darüber zu reden, gerade mit einem Pfarrer, ne? Vielleicht hilft das. Sie sind tot. Tut mir leid, das zu hören. Hier, stoßen wir auf sie an. Es muss schrecklich gewesen sein. Ach komm. Es war schrecklich. So sinnlos. Wie unerwartet. Sie kamen einfach aus dem Nichts und begannen zu morden. Gott weiß wieso. Sie töteten alle, die nicht in die Burg fliehen konnten. Meine Eltern, mein Mädchen und sogar den Deutschen, der auf Sigismunds Seite war. Ich schaffte es nicht in die Burg. Ich wollte meinen Eltern helfen, aber ich konnte nichts tun. Dann floh ich nach Thalmberg mit den Kumanen auf den Fersen.
Beinahe hätten sie mich erwischt. Wie die Leute in den umliegenden Dörfern. Vor der Kirche in Rovna war ein Berg aus Leichen. Die Leute hatten dort Schutz gesucht, aber sie... Sie... Armes Kind. Möge Gott ihnen ewige Ruhe schenken. Und wie kamst du zu dieser Aufgabe? Ich hätte gedacht, Herr Hanusch würde diesen alten Riesgarm Bernhard schicken. Hat er das? Ich meine, wir haben uns ja eingemischt, ganz ehrlich. Du denkst, ich sei zu jung für diese Aufgabe, Pate? Tue ich, um ehrlich zu sein. Entschuldige meinen Mangel an grauen Haaren und Gicht. Am wichtigsten ist, was sich genau in Neuhof zutrug. Die Leute hier erzählen sich alle möglichen Schauergeschichten, aber ich nehme das nicht für bare Münze. Ich kann mir vorstellen, dass das gewesen... Ach ja, Bernhard war ja angetreten. Wir haben ja dann das Ganze nur übernommen, sag ich mal. Ne? Wir haben ihm ja geholfen. In diesem Fall sind die Gerüchte nicht übertrieben, fürchte ich. Das Gestüt wurde von Banditen überfallen, aber sie waren nicht zum Plündern gekommen. Sie wollten bloß töten. Verstümmelten die Pferde und schlachteten die Leute ab. Die Banditen hätten weiter gewütet, aber sie stritten sich und brachen den Angriff ab. Und wenn man sich ansieht, was mit Heinz geschah, sind wohl immer noch Rechnungen offen. Dann haben die Leute diesmal wirklich nicht übertrieben. Nun denn, auf die armen Seelen, die auf so grausame Weise sterben mussten. Ich habe dir von mir erzählt. Jetzt bist du dran, Pater. Mit unserem Pfarrer hast du nicht gerade viel gemein. Wir hatten eine nette Unterhaltung, aber lass uns zur Sache kommen. Zum Beichtgeheimnis. Willst du wirklich, dass noch mehr Leute sterben? Heinrich, so läuft das nicht. Es gibt Dinge, bei denen kann man keine Ausnahme machen. Tut man es einmal, fühlt man sich auf ewig versucht, es wieder zu tun. Wenn die Leute nicht mehr an die Kirche glauben, weil ich das Beichtgeheimnis breche, vertrauen sie niemanden mehr. Und das wäre schlimmer als das grausamste Verbrechen. Aber was machen wir dann jetzt? Ich meine, ich kann ihn ja verstehen. Wie gesagt, es ist ja wie mit dem hippokratischen Eid, ne? Es ist halt eine Sache, die gehört sich halt einfach irgendwie. Und wenn man es einmal bricht, warum soll man es dann nicht nochmal brechen dürfen, ne? Ich kann ihn ja irgendwo nachvollziehen, aber kann er mir nicht wenigstens einen Hinweis geben oder so? Ich verstehe, aber so komme ich nicht weiter. Die Halunken werden wieder zuschlagen und ich kann sie nicht aufhalten. Kopf hoch. Womöglich habe ich eine Lösung. Ach ja? Wenn ich dir sage, was Heinz mir anvertraute, breche ich das Beichtgeheimnis. Aber morgen früh habe ich vielleicht etwas anderes, das dir weiterhilft. Ehrenwort? Bei meiner Seele. Ich habe mich immer über die Dinge gewundert, die ihr Pfarrer predigt. Woher nimmst du die Ideen für deine Messen? Tja, Uschütze ist nicht Prag. Die Leute wollen mehr als nur belehrt werden. Man muss sie unterhalten. Würde ich nur aus der Bibel lesen, stünde ich bald alleine in der Kirche. Unser Pfarrer war nicht gerade ein Barde. Was predigst du deiner Herde? Es muss etwas Aktuelles sein. Zum Beispiel Laster kritisieren. Und sie natürlich im Detail beschreiben. Eine Standpauke über die beiden Päpste wird dieser Tage gern gehört. Und Geschichten aus dem Alltagsleben mit einer Moral sind auch beliebt. Besonders, wenn es um Unzucht und ähnlich skandalöse Laster geht. Hast du dafür ein Beispiel? Nun, kürzlich begann ein Pfarrer namens Jan Hus in Prag auf Tschechisch zu predigen. Den Leuten gefällt das. Wie ich hörte, ist die Kirche stets gefüllt. Ein Wandergeselle erzählte mir von Hus' Predigten und es hörte sich gut an. Ich spiele mit dem Gedanken, es ihm gleich zu tun. Was ist daran denn so großartig? Er spricht über die Kirche und nimmt kein Blatt vor den Mund. Die bedauernswerten Reichtümer, in denen die Kirche schwelgt, wurden zu Gift. Und fast das ganze Christentum ist verseucht. Wie hungrige Raben ließen sie sich in diesem Land nieder, um alles Gold und Silber zu verschlingen. Sie kennen keine Gnade. Ihre Herzen sind vom Verlangen nach Reichtum verdorben. Schamlos machen sie alles zu Geld. Du willst ein Kind taufen? Zahle. Du willst rauben und morden? Zahle und dir wird vergeben. Was, wenn der Teufel selbst zahlte? Würde auch er in den Himmel auffahren? Für das Geld, das sie den Armen nehmen, erstehen sie edle Rösser und halten sich nutzlose Diener, von denen sie verhätschelt werden. Sie spielen und kleiden ihre Dirnen in teuren Pelz, während Jesus barfuß wandelte und nicht einmal einen Platz zum Ruhen hatte. Hört auf euer Gewissen, ihr, die ihr die Armen bestehlt. Denn Gott und seine Jünger sehen euch. Amen! Dieser Jan Hus scheint ein echter Rebell zu sein. Die Gemeinde wird es lieben. Ohne Zweifel. Lass uns darauf trinken. Der letzte Teil lässt mich schmunzeln.
Was meinst du? Bei mir ist es ganz anders. Hus predigt gegen die Prälaten und Kleriker, die die Armen bestehlen. Ich selbst habe nicht mal einen Eimer zum Scheißen. Ich bin nicht besser dran als meine Herde. Ich bin geeint mit ihnen in Armut und Leid und allem, was sie bekümmert. Ich trinke mit ihnen und verfluche diese nimmersatten Kuttenträger im Sasauer Kloster. Ja, von dem Jan Hus hatten wir schon gehört. Falls ihr euch erinnert, da hat Theresa uns ja schon mal was von ihm erzählt. Ja, der Typ scheint auch ganz angetan von ihm zu sein. Na gut, gegen Lasterhaftigkeit also. Findest du es nicht seltsam zu trinken und mit einer Frau zusammenzuleben, aber dann den Klerus wegen seiner Laster anzufangen? Welche Frau? Mitnichten. Okay, das war ein Argument. Ich weiß nicht, ob da noch was kommen sollte, aber das war ja ein Argument. Und warum klinge ich eigentlich schon so besoffen? Ich habe da noch gar nichts getrunken, oder? Was hältst du von diesem Jan Hus? Hus ist gewiss weise. Für meinen Geschmack aber etwas übereifrig. Wenn er hierher zu Besuch käme, würde er bestimmt aufhören, das Saufen und den Beischlaf zu verteufeln. Na gut, okay. Und was hat er sonst noch so erzählt? Wo kann ich mehr über seine Lehren erfahren? Sie gefallen dir? Ich habe ein paar seiner Predigten abgeschrieben. Ja, ich sie nur kann ja. Im Pfarrhaus. Ja, kann ja so gut lesen, ne? Was halten die einfachen Leute davon? Sie mögen es. Es freut sie, dass jemand ausspricht, was sie sich nicht zu sagen trauen. Dinge, die ihnen sauer aufstoßen. Und sie rufen nach Veränderung. In einigen Jahren wird das eine große Sache. Die Leute werden sich erheben und die Kirche wird sich in ihren Grundfesten verändern. Wenn er nicht vorher auf dem Scheiterhaufen landet. Yeah. Unsinn. Sie werden keinen Meister einer geachteten Universität Europas verbrennen. Ja gut, verbrennen vielleicht nicht, ne? Aber ja, ich meine, das klingt ja auch schon ein bisschen nach den Ablassbriefen, was er so erzählt hatte, ne? Und das wird ja noch die Kirche ein bisschen, sag ich mal, auf Trab halten, wenn wir das so sagen können. So, aber jetzt genug von Predigten. Danke für die Predigt. Ich denke, ich bin jetzt geläutert genug. Es wird spät. Was hast du jetzt vor, Pater? Was hast du erwartet? Wir sind doch zum Trinken hier. Ach komm, warum nicht? Ah, das hört sich gut an. Ich wusste, du lässt mich nicht hängen. Schon wieder Morgenlat, Donne ustoi żadnej chlap. Jak kraj panu dzisiaj smutek, do dnie loi rano utek, niech już może zimaj sad, do wczera żył nie staje brak. Už se i moji svatý muži, nechtěl bych vej v jejich kůži. Já je to jedno, a tak si dáme jedno, a Bože, jdem si hubí jako poslední den. Půjde se baví, ano, ráda slaví, a tak vypal sudy a posaď se mi sem. Tak posaď se sem a vypal je ven. Ukaž kozy jako kozy, zítra jen tu jsou nejden, tak nalej mi hned, ať skočí se zvěd. Genug ist genug. Vogt, komm her, na los, setz dich und trink ein mit uns. Treibt es nicht zu weit, Pater. Es dämmert bereits und es ist schon längst Sperrstunde. Und was jetzt? Jetzt lasse ich euch alle auspeitschen und an den Schanzstock stellen. Außerdem schreibe ich eine Beschwerde an den Bischof über euch, Pater. Na, dann haben wir ja nichts zu befürchten. Jeder hier weiß, dass der Einzige, der auch nur ein Wort schreiben kann, meine Wenigkeit ist. Es reicht. Was mit Männer, dem Schreiber? Werft sie hier raus. Ihr seid also Streit aus. Heinrich, steh mir bei! Ernsthaft? Die zweite Nacht besoffen mit jemandem prügeln? Oh. Wir kommen aber auch nicht weg davon. Na, dann komm mal her. Trinkfestigkeit, ja, geil. Du bist tot. Bin ich das? Ich bin ziemlich besoffen, das ist richtig. Aber, Alter, ich hau dich ja trotzdem um wie sonst was. Ey, jetzt hört mal auf, mich zu schlagen hier. Wer prügelt denn da? Das war doch gerade gar nicht der Pfarrer, oder? Hä, wer prügelt denn da auf meiner Seite? Ich habe keine Ahnung, wen ich hier gerade verprügel. Wo ist denn der Pfarrer? Ach, da unten. Ich helfe ihm mal ein bisschen. Oder auch nicht. What the fuck?
Vor allem, weil läutet die Glocke jetzt. Das würde ich gern. Und Heinrich sicher auch, oder? Gut, Vin, lass den Unsinn. Hast du den Verstand verloren? Was werden die Leute sagen? Die können sagen, was sie wollen. Das wollen sie mir schon tun. Vorsicht, Stufe, meine Lieben. Warum läutet die Glocke denn jetzt eigentlich? Gut, Vin, du bist ein Hornochse. Konkubine, so. Boah, ich sehe ja fast gar nichts mehr. Was ist denn hier los, ey? Da sind wir. Was für eine Schönheit. Das können wir doch nicht machen, oder? Sagt wer? Lass es läuten, Mädel. Das macht richtig Spaß. Blöder Esel. Und jetzt, meine Lieben, beginnt der Höhepunkt dieses Abends. Gott, wenn du altes Ferkel. Dann wollen wir mal. Der Pfarrer hat aufgesattelt. Was meinst du, Heinrich? Hast du auch Lust auf einen kleinen Ritt? Warum die Frau in der letzten Folge sich dann nicht ausziehen durfte, verstehe ich auch nicht. Was ist denn jetzt hier eigentlich los? What the fuck? Ich weiß nicht, ob das, was ich hier gerade sehe, echt noch passiert oder ob mein Alkoholmeter einfach schon zu hoch ist. Oder es irgendein komischer Fiebertraum ist. Vor allem, warum läutet die Glocke denn immer noch? Wir sind doch gar nicht mehr da oben. Irgendwie ist die Glocke seltsam. Und was machst du hier eigentlich? Geht's dir irgendwie noch gut? Alter, man sieht ja fast gar nichts mehr. Also, ich muss schon sagen, das war ein herrlicher Abend. Wenn du Esel. Aufstehen! Hörst du nicht? Wacht auf, ihr Saufköpfe! Oh, heilige Scheiße! Wo zum... Was zur... Wer zum Henker bist du denn? Heinrich. Mein guter Freund Heinrich. Hatten wir nicht einen großartigen Abend? Ja, du ganz bestimmt, du alter Lustmolch. Aber jetzt reißt du dich besser schleunigst zusammen. Du hast nicht mehr viel Zeit. Auf dem Tisch stehen Wasser und etwas zu essen. Aber an deiner Stelle würde ich meinen haarigen Arsch bewegen, bevor mich meine Herde lebendig auffrisst. Oh, großer Gott, mein Schädel. Oh, und mein Magen. Oh, mein armer, leidender Magen. Oh, was hat das Weib da gefaselt? Bevor mich meine Herde lebendig auffrisst? Ich hab was verpasst. Ich hab irgendwas vergessen. Wo zum Teufel bin ich? Was zum Teufel war es? Die Messe! Oh Scheiße, die blöde Messe! Ich muss die Messe halten, du musst mir helfen. Wie? Du bist hier der Pfarrer. In diesem Zustand schaffe ich das nicht, die Liturgie vielleicht, aber die Predigt muss auch sein. Oh, das wird ein Desaster, die exkommunizieren mich noch. Ich würde ja gerne helfen, aber... Genau. Du hältst die Predigt an meiner Stelle. Was? Also, zuerst untersuche ich einen Mord, den irgendwie niemand untersucht haben will. Dann bringe ich betrunken die ganze Stadt um ihren Schlaf. Und jetzt soll ich auch noch für dich deine verdammte Predigt halten? Willst du, dass sie uns beide verbrennen? Nein. Nein, ich hab's.
Wir sagen, du bist Herrn Ratziks Schützling und kommst gerade vom Studium aus Prag zurück. Du möchtest Meister Jan Hus Lehren verbreiten, den du kürzlich hast predigen hören. Heinrich, bitte. Soweit ich mich erinnere, haben wir es gestern etwas übertrieben. Und wenn sich der Vogt oder jemand anders über mich beschwert, dann reißt mir der Bischof den Kopf ab. Deshalb fände ich es sehr schön, wenn du aufhörst, mich doof anzuglotzen und anfängst zu helfen. Du bist verrückt. Alles absolut klar. Absolut völlig verrückt. Bin ich nicht. Und es kann nichts schiefgehen. Das wird super. Oh. Und noch etwas. Wenn du mir hilfst, dann verrate ich dir, wer Heinz Kumpan sind. Oh. Das ist nicht ohne. Ha. Trinkfestigkeit ist ja doppelt hochgestiegen jetzt. Ich bin, glaube ich, aber auch noch ein bisschen angetrunken, oder? Ah ja, jetzt das Beichtgeheimnis egal, ne? Plötzlich ist das Beichtgeheimnis also nicht mehr so heilig? Geh nicht zu weit! Eine zweite Chance gebe ich dir nicht! Alles klar, alles klar. Aber glaubst du echt, das klappt? Damit kommen wir nie durch. Doch, wenn du es nicht verpatzt. Der ist gar nicht mehr so besoffen. Ja, ja gut. Ich meine, wenn es nicht klappt, haben wir auch nicht... Also haben wir nicht mehr verloren, als wenn wir es nicht probieren würden, sag ich mal. Hm. Also gut. Aber ich kann für nichts garantieren. Ich auch nicht. Was genau soll ich also tun? Ich eröffne den Gottesdienst und stelle dich dann vor. Danach hältst du die Predigt, die du gestern in der Schenke gehört hast. Ach Gott. Du musst sie nicht in die Länge ziehen. Wenn alles gut geht, erzähle ich dir, was ich weiß. Jesus Christus. Also gut. Abgemacht. Wunderbar. Dann an die Arbeit. Okay, es ging irgendwie darum, dass die Kirche Geld haben wollte. Wie sieht's mit meiner Sattheit aus? Jo. Hab ich eine Auffälligkeit von 100, weil ich nichts anhab? Das ist ja geil. So, erstmal eine ordentlich was futtern hier. Hat er zufällig noch irgendwas? Ich kann ja eigentlich eh nicht lesen. Das Leben im Wirtshaus. hat er irgendwas für mich zum Anziehen? Oder soll ich meine Standardklamotten anziehen? Na gut, dann ziehen wir aber wenigstens die guten Sachen an, oder? Wenigstens die guten Sachen. So. Alter, ich kann ja kaum gerade auslaufen. Das wird bestimmt gut gehen. Alter, klar. Vielleicht nicht gerade durch die Pfütze. Ich glaube zwar nicht, dass das hilft, um damit was nicht dreckig wird, aber ey. Alter. Als ob das gut gehen wird. Ich sehe das ja schon kommen, dass wir gleich dass wir hier gleich voll reinkotzen werden. Ich dachte schon, er taucht nie auf. Der Saufkopf. Schau mal, kann kaum laufen nach seinen Kapriolen von gestern Nacht. Du warst doch dabei, du Blödmann. Warte nur ab. Schaut ihn euch an. Heilige Maria, er wird sich gleich übergeben. In dem Geschrei von euch Idioten habe ich heute Nacht kein Auge zutun können. In nomine Patris... Et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Accepit panem in sanctas ac venerabilis manus suas. Hoc facite in meam commemorationem. Brüder und Schwestern, einige von euch hatten bereits die Ehre, Heinrich von Skalitz kennenzulernen, der auf Geheiß von Herrn Hanusch herkam, um das abscheuliche Verbrechen von Neuhof zu untersuchen. Vermutlich wisst ihr nicht, dass Heinrich kürzlich Prag besuchte und dort durch Gottes Gnade einer Predigt des Jan Hus von der hochgeschätzten Prager Universität beiwohnen durfte. Es gelang mir, Heinrich zu überreden, sich heute hier an meinen Platz zu stellen und euch Hus Lehren näher zu bringen. Denn, wie ihr sicherlich alle wisst, ist Jan Hus ein
wirklich sehr beliebter Prediger in Prag. Also, Heinrich, du darfst beginnen. Jetzt bin ich gespannt. Gespannt, wer von beiden zuerst kotzt. Das wird so in die Hose gehen. Okay. Irgendwann mal. Irgendwie kriege ich das schon hin. Komm schon. Ah, besuche Theresa. Na klar. Wir sollen sie ja nicht zu lang halten, hat er gesagt. Auf jeden Fall ist unser Ruf auch gerade ein bisschen im Keller, habe ich das Gefühl. Ja, wahrscheinlich, weil wir betrunken sind, ist unsere Redekunst nicht doll. Wir machen es selbstbewusst. Brüder und Schwestern, lasst mich gleich zum Punkt kommen und über die Korruption der Kirche sprechen. Der Knabe ist eine Schande. Das ist ja irgendwie nicht so geil. Gott, wir sind verpflichtet, lasterhafte Pfarrer abzulehnen. Nicht der Mensch, sondern Gott herrscht über die Welt. Glaubt nicht an die Kirche, denn die Kirche ist nicht Gott. Gott steht über allen Dingen und die Kirche ist nur ein Mittel zur Erlösung. Eine Tatsache, die die Prälaten nicht gerne hören. Recht hat er. Es war auf jeden Fall alles immer barsch, 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 barsch. Also er war auf jeden Fall sehr laut, deswegen. Es ist die Korruption von Gottes Seelenhirten hier auf Erden, welche uns Unglück bescheret hat. Die Pest, Kuman, Hunger und Chaos. Der verfluchte Wohlstand, in dem sich die Kirche labt, vergiftet beinahe das gesamte Christentum. Wenn Hunde um einen Knochen streiten, so nimm den Knochen und sie werden aufhören. Gleich wie Raben, die über dieses Land kamen, um jeden Krümel Gold und Silber aufzupicken. Sie zeigen keine Gnade, denn ihre Herzen sind von Habsucht verseucht. Alles tauschen sie ein, alles steht zum Verkauf. Ihr wollt ein Kind taufen? Zahlt. Ihr wollt rauben und morden? Zahlt. Und euch wird die Absolution erteilt. Und die Prälaten sündigen und erteilen sich selbst die Absolution. Schande. Schande über sie. Ja, sündigen ist menschlich, über die Sünde der Unzucht sprechen. Zu gern predigen die fressgierigen Prälaten und Mönche gegen die Sünde. Aber was wissen sie schon über uns, das gemeine Volk? Erinnern wir uns an die Hochzeit zu Kana, bei der unser Herr Jesus Christus mit den anderen speiste und trank. Und als der Wein zur Neige ging, wirkte er ein Wunder und erschuf mehr. Er, dessen Begleiter arme Reisende, einfaches Volk, Liebesdamen und Unruhestifter waren, vollbrachte ein Wunder, damit das Fest weitergehen konnte. Also das ist mal eine gute Predigt. Nein, Brüder und Schwestern, Jesus verteufelte den Alkohol nicht. Trinke, um das Kreuz zu erleichtern, das du trägst in diesem Tal der Tränen. Doch tue es so, dass du den heiligen Sabbat nicht verletzt. Denn es soll Maß geben in allen Dingen. Und nicht das Trinken an sich ist frevelhaft, sondern Maßlosigkeit und ungezügeltes Frönen. Recht hat er. Ja, voll. vielleicht gemäßigt jetzt oder wieder barsch? Wir machen barsch weiter, immer barsch. Genug von den Sünden, von denen die Prälaten so gerne predigen und deren Absolution sie euch versprechen, wenn ihr der Kirche nur genug in den Rachen werft. Was, wenn der Teufel selbst zahlte? Sagen uns die Bischöfe dann, dass auch er in den Himmel auffährt? Und was ist mit diesen Bischöfen? Sie sündigen ohne Reue und mit dem Geld, das sie den Armen für Ablassbriefe rauben, halten sie sich edle Rösser und unzählige Diener. Sie würfeln und kleiden ihre Mätressen in teure Pelze, während Christus barfüßig war und seinen Kopf nirgends hat zur Ruhe betten können. Hört auf euer Gewissen, ihr, die ihr die Armen bestehlt, denn Gott und seine Jünger sehen euch. Nieder mit den Prälaten! Recht hat er! Wir haben Glück, Pater Godwin zu haben, einen gerechten und einfachen Mann. Das da einschließlich Godwin. Ich sag mal, wir wollen ja Godwin auf unsere Seite ziehen. Ich weiß nicht, hab ich Zitate? Ich nehme das. Gott sieht, was sich auf Erden zuträgt. Und er ist erfüllt von rechtschaffenem Zorn, da jene, welche nach der Erlösung der Seele streben sollen, stattdessen den Mammon verehren und lohnende Ämter an sich reißen. Gesegnet seien die Hirten, die die Armut ihrer Herde teilen, die eins sind mit euch und die mit euch die Bürde dieser weltlichen Pilgerschaft teilen, ohne eure lässlichen Sünden zu verurteilen. Ja, Ehre sei Godwin. Lasst ihn saufen wie unser eins. Das ist alles, was ich in Prag hörte. Amen. Okay. Rechtstarter! Ja,
hat gut gesprochen. Ach gut. Wenn man mal bedenkt, was für ein Säufer er ist. Er hat recht, dieser Hus. Der junge Mann sollte nicht so viel saufen. Das kann aber auch nicht gut. Ich bin froh, dass er herkam. Ich werde wohl nie nach Prag kommen und er hat es gut nacherzählt. Puh, das kann man auch versauen, by the way. Alle Achtung, du hast wirklich Talent, mein Junge. Das muss ich dir lassen. Und du hast mir den Arsch gerettet. Ich hätte es nicht geschafft. Ja, das habe ich bemerkt. Und da war ich nicht der Einzige. Ach, was soll's. Ich bekomme das schon wieder hin. Also, unsere Abmachung. Obwohl es eine Sünde ist. Genauso wie Völlerei. Und Unzucht auch. Gott vergibt den Büßern. Gut. Was hat dir Heinz alles erzählt? War er an jenem Tag in Neuhof? Mit wem war er dort und wo ist der Rest seiner Bande? Ganz ruhig. Allzu viel hat er mir leider nicht erzählt. Lass mich nicht hängen nach allem, was ich getan habe. Für dich. Nun, Heinz kam zu mir, kurz nachdem es passiert war. Sein Gewissen plagte ihn. Und ich muss sagen, letzten Endes erschien er mir redlicher, als ich erst dachte. Er sagte, sie wurden über einen ihrer Kumpanen angeheuert. Sie dachten, sie würden bloß ein paar Pferde stehlen. Doch dann wurde alles hässlich und Menschen wurden umgebracht. Weder er noch seine Freunde wollten so etwas Grausiges tun. Sie stritten sich mit dem Rest der Gruppe und flüchteten. Sie stritten? Ja, in den Wäldern bei Neuhof wurde eine Leiche gefunden. Ah, das würde einiges erklären. Heinz versicherte mir ständig, dass er kein Mörder sei und das alles doch gar nicht wollte. Also dann tötete Heinz einen der Banditen und ist nun selbst tot. Problem dabei? Ich muss diejenigen finden, die noch am Leben sind. Ich brauche Namen und Orte. Hat er mal was von den anderen erwähnt? Nur die Spitznamen. Er erwähnte einen Kerl namens Stinker aus Ledetschko, Pius und Timmy. Was, Pius? Klingt wie ein Heiliger, davon habe ich jetzt wirklich genug. Wieso das denn? Du wärst ein sehr guter Pfarrer. Wie auch immer, mit deinen Fähigkeiten wird es dir sicher gelingen, diesen Stinker aus Ledetschko aufzuspüren. Ich habe wohl keine Wahl, andere Hinweise gibt's nicht. Hoffentlich wurde er nicht auch an eine Wand genagelt. Hoffentlich. Ich riskiere einen Kirchenbann nur ungern für nichts. Nun denn, viel Glück und pass auf dich auf. Diese Leute meinen es offenbar ernst. Und ich würde wirklich gerne mal wieder einen mit dir heben. Ja, ich versuch's. Obwohl ich mir sicher bin, dass ich noch so eine Nacht nicht überleben würde. Und falls jemand fragen sollte, von mir weißt du nichts. Ich werde alles abstreiten. Daran habe ich keinen Zweifel. Okay, der Stinker aus Ledetschko also. Ja, ich kann mal kurz erzählen, man kann das versauen, die Predigt. Und soweit ich weiß, wenn man die Predigt versaut, gibt es dann halt eine andere Möglichkeit, an die Infos zu kommen. Da muss man dann ein bisschen was anderes machen. Ich will jetzt bloß ehrlich gesagt nicht besoffen losreiten. Ich denke, wir nutzen dann... Ich kann nicht mal rennen, wenn ich besoffen bin, na geil. Ich denke, dann nutzen wir... Dann kann ich wahrscheinlich auch nicht richtig reiten. Dann nutzen wir die Zeit einfach, um lesen zu lernen. Pilze, Äpfel, Karotten, ich meine, das Kohl. Ergibt natürlich Sinn. Ich... versuche auch immer lesen zu lernen, wenn ich betrunken bin. Das ist der Zeitpunkt, wo es am meisten Sinn ergibt. Da lernt man am besten. Da sind die Gehirnzellen schön angeregt. Hallo, Herr Schreiber. Hallo. Oh, du gehst jetzt nicht etwa. Ich will lesen lernen, Kollege. Ah, okay. Beste Grüße. Tag auch. Ich will lesen lernen. Ich bin hier, um dich zu bitten, mir das Lesen beizubringen. Oh, aber mit Vergnügen. Bedenke, dass das... Ja, ja, das hatten wir schon. Es braucht Zeit und kostet dich einige Groschen. Ja, ja, das hatten wir ja schon. Nun gut. Ich will keine Zeit verschwenden. Wir können beginnen. Je eher ich es meistere, desto besser. Also gut. Dafür musst du mich allerdings mit ein paar Groschen bezahlen. Und plane mehrere Tage dafür ein, damit das auch etwas wird. Wo du es doch eilig hast. 50 Groschen, das geht ja noch. Hier sind deine Groschen. Dann können wir gleich beginnen. Dann kann ich vielleicht auch lesen, was da steht. Er brach zwar seine Spur, aber besser das, als sich hier nicht selbst toll zu sein. Möge er seinem Herzen folgen. Ja, ich weiß halt wie gesagt nicht, ob die Ingame-Tage jetzt wirklich zählen. Aufwachen, Junge. Wir sollten weitermachen. Also, dann diesmal ein Stück. Dann lass mal sehen. Hier liegt ein Buch auf dem Tisch. Versuch etwas darin zu lesen. Alles klar. Bestimmt. Es ist ein einfacher Text.
Komm zu mir, wenn du es durchgearbeitet hast. Okay, dann lesen wir mal. Eines Tages ging ein Bauer zum Nest seiner Gans und fand dort ein Ei, das gelb schimmerte. Ja, wie gesagt, hier sieht man jetzt, wir haben noch nicht ganz lesen gelernt, deswegen sind manche Buchstaben noch verdreht. Und wenn man halt gar nicht lesen kann, sind die noch stärker verdreht. Aber man kann es herausfinden, was da steht. Als er es nahm, war es schwer wie Blei. Und er wollte es schon fortwerfen, weil er dachte, jemand hätte ihm einen Streich gespielt. Nach weiterem Nachdenken nahm er es jedoch mit ins Haus und fand kurz darauf heraus, dass das Ei aus purem Gold war. Jeden Morgen fand der Bauer ein weiteres goldenes Ei im Nest und schon bald war er reich. Doch je mehr Geld er besaß, desto gieriger wurde er. So beschied er eines Tages, sich alles Gold, das die Gans in sich hatte, auf einmal zu nehmen. Er tötete das Tier, doch fand nichts. Ach, so eine Moralgeschichte. Alles klar. So, das ist der Vogt. Hier, ich habe gelesen. Okay. Ich habe das Buch gelesen. Wunderbar. Sag mir, was darin steht. Nun, und zwar genau, Mann und eine Gans, dass Gier einem nichts bringt. Ich glaube, das ist halt der Subtext, ne? Dass Gier einem nichts einbringt. Großartig. Du bist einer meiner besten Schüler. Du hast die Bedeutung hinter den Buchstaben erkannt. Wie ich schon sagte, Bücher sind wertvoll. Und dasselbe sollte für die Worte darin gelten. Heißt das, ich kann jetzt lesen? Ja, du kennst die Grundlagen. Denke daran, Junge. Die Feder ist mächtiger als das Schwert. Um wahre Redekunst zu erlernen, solltest du noch viel mehr lesen. Kommen wir zur zweiten, schwierigeren Lektion. Viele Bücher sind auf Latein verfasst, der Sprache der Gelehrten und Geistlichen. Wenn du lesen lernen willst, führt kein Weg um diese Sprache herum. Auf dem Tisch liegt ein Buch. Lies es und komm dann zu mir. Du musst es nicht verstehen, aber die Buchstaben erkennen können. Ich habe gerade erst die Fabel von der Gans gelesen. Und nun soll ich Latein lernen? Du bist ein kluger Junge. Du schaffst das schon. Na, wenn du das sagst. Okay. Ist das das Buch oder das Buch da? Das Buch wahrscheinlich, ne? Das ist ganz toll. Ich bin immer noch betrunken, also zählt das wahrscheinlich nicht als Tag. Also hätte ich auch vorher lesen lernen können. Na gut. Schade. Okay. Ich kann halt blöderweise kein Latein, ne? Nulsu oder Nusul. Nusul est libre. Masul. Ich kann halt kein Latein. Tu non. Parte. Prosit. Das könnte sogar stimmen. Ich kann halt kein Latein. Libri. Ich habe keine Ahnung, was da steht. Optimus. Est. Ich kann die Buchstaben lesen, auf jeden Fall. Das kriege ich schon halbwegs hin. Reicht das jetzt? Ich habe halt keine Ahnung, was da steht. Der Debuff dazu. Mein Kopf ist voll. Ich bin so fertig, ey, vom Lesen. Aber das hat mein... Ach, ich glaube, nee, das ist nicht vom Lesen. Ich glaube, das ist der Kater vom Alkohol. Ich habe den Text gelesen. Also gut, Junge. Was steht dort? Nutus, es war auf jeden Fall Nullus est liber Tamalus. Ja, genau, es war Nullus est auf jeden Fall. Nullus est liber Tamalus ut non aliqua parte prosit. Herr im Himmel! Und du hast vorher noch nie Unterricht gehabt? Unglaublich! Nun, es gibt nichts mehr, was ich dir beibringen kann. Du könntest dich umgehend weihen lassen, wenn du wolltest. Naja. Domine, ich fühle mich schon weiser. Alles Gute. Und ich habe einen fetten Kater. Habe ich irgendein Getränk gegen den Kater? Weil ich glaube, der Debuff ist echt nicht ohne. Der gegen Kater, wo war der denn? Ist doch bei Spieler, oder? Ja, da. Der Kater. Du hast furchtbare Kopfschmerzen und Schuldgefühle. Ein Kater verringert Stärke, Agilität, Vitalität, Redekunst und Charisma. Außerdem bist du auffälliger. Wie stark diese negativen Effekte zu Buche schlagen, hängt davon ab, wie viel du getrunken hast. Zudem bestimmt deine Fertigkeit Trinkfestigkeit, wie lange der Kater anhält. Je trinkfester du bist, desto kürzer leidest du an den Folgen deines Alkoholkonsums. Irgendwann geht jedoch der Kater vorüber oder kann mit einem Ringelblumenaufguss, Lazarus-Elixier oder Katerbier geheilt werden. Hab ich sowas zufällig im Inventar? Ringelblumenaufguss. Die Auswirkungen eines Katers. Rinn damit. Oh, danke. Das fühlt sich gleich so viel besser an. So, und dann ganz kurz noch Fertigkeiten. Lesen. Lesefluss. Beim Lesen wirst du nur halb so schnell müde und hungrig wie gewöhnlich. Und sämtliche Bücher in Läden sind günstiger. Ich nehme mal Lesefluss.
Rowana, hatte ich nicht noch irgendwas da? Trinkfestigkeit. Bier ist 50% schwächer, Wein ist hingegen doppelt so stark. Unter dem Einfluss von Alkohol zittern deine Hände 25% weniger und deine Fertigkeit Bogen ist um... Na gut, ich werde ja nicht betrunken auf die Jagd gehen, oder? Wein ist 50% schwächer, okay, das ist das andere. Ich nehme Biertrinker, komm. Ich weiß nicht, Weintrinker würde vielleicht besser passen. Keine Ahnung, aber so oft trinkt man, glaube ich, keinen Wein. So, perfekt. Und dann würde ich sagen, nutzen wir die Zeit mal ganz kurz noch. Ich ziehe mir mal wieder mal ein anderes Zeug an. Ich weiß, die Folge ist eigentlich schon viel, viel, viel zu lang. Aber ich denke mir, wir können mal ganz kurz zumindest noch... das Schwert anlegen, den Bogen anlegen und die Pfeile anlegen. Und mal eben noch gucken, ob wir lesen können, was da jetzt steht. Weil das würde mich tatsächlich noch interessieren. Und dann werden wir mal gucken, beim nächsten Mal gucken wir dann, ob wir nach Stinker suchen. Oder wir werden vielleicht sogar eine andere Kleinigkeit machen. Aber das werden wir dann erst gucken, wenn wir da sind. Jetzt können wir auf jeden Fall lesen, das ist schon mal hilfreich. Wie gesagt, wir können jetzt theoretisch Bücher lesen, die wir finden. Und können dafür Zusatz- oder bestimmte Effekte absahnen, theoretisch. Was ganz nett ist, muss ich mal gucken, ob ich mir die Mühe mache, die zu kaufen, weil die sind auch nicht ohne, also die haben auch einen ganz guten Preis. Aber zum Beispiel könnte ich Bücher zur, ach so, die haben den Körper nur weggeräumt, Bücher zum Taschendiebstahl mal mitnehmen. Ach Mann, ich kann es nicht mehr lesen, das ist doch doof. Das ist doof, Freunde. Ach Mann, da hat keiner mit gerechnet, dass derjenige danach nochmal kommen würde, ja. Aber gut, so viel dazu, schade. Ich meine, vielleicht konnte es einer von euch ja lesen, es war ja wahrscheinlich Tschechisch. Ich kann halt kein Tschechisch, aber ich denke, Andrea kann das Ganze wieder gut übersetzen, ja. Damit war es das auch, die Folge ewig lang gewesen. Beim nächsten Mal werden wir mal schauen, da werden wir vielleicht eine Kleinigkeit machen, aber das dann erst in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Come Deliverance. Bis dahin und ciao.